Ja, hi Leute. Heute will ich hier in dem Duschbereich den Estrich reinschütten. Und das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich einen Estrich mache. Und ich denke, da können wir alle davon lernen. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Das Interessante ist nämlich hier, hier haben wir einen Duschablauf. Und bei diesem Duschablauf, da müssen wir hier den Estrich mit Gefälle ausführen. Und zudem haben wir hier hinten noch eine Fußbodenheizung im hinteren Bereich. Dort, wo der Estrich ein bisschen dicker ist. Und da vorne haben wir dann keine Fußbodenheizung mehr, weil wegen dem Gefälle haben wir dann nicht mehr die Mindestdicke von 3,5 cm, die der Estrich haben sollte, über der Fußbodenheizung. Okay, das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich baue hier diesen Randdämmstreifen ein. Der dient zur Entkopplung zur Wand. Also wenn sich der Estrich hier dehnt, dann haben wir hier noch so ein bisschen einen Puffer im Randdämmstreifen. Man schiebt das hier so hinter die Fußbodenheizung rein. Schließen schön an. Und mit dem Tacker tackere ich so gegen die Wand im oberen Bereich. Und dann schneide ich sie ab. Okay, jetzt diese Folienschürze hier, die verbindet man mit der Fußbodenheizung über diese Schaumstoffröllchen. Man macht das so, man schaut, dass man auf jeden Fall hier so ein bisschen eine Schlaufe erzeugt, dass sich keine Spannungen ergeben, also hier hinten ein bisschen Schlaufe erzeugen. Und dann drückt man hier einfach dieses Röllchen hier rein. Seht ihr, und hinten habe ich immer eine Schlaufe, damit nicht, wenn der Estrich draufkommt, sich Spannung erzeugt und das wieder rausreißt. Also in dem Bereich, in dem jetzt hier keine Fußbodenheizung ist, da klebe ich es jetzt einfach hier mit so einem Dämmstoffklebeband schnell dran. Das hat keine wirkliche Funktion. Das dient wirklich nur, dass während der Zeit, wo wir den Estrich reinfüllen, da nichts hinterläuft. Und jetzt muss ich hier noch diese Fußbodenheizung irgendwie anschließen. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut, wenn ich das hier immer so einreiße und dann so um die Ecke klebe. Dann hält das schon. Und wie ihr übrigens hier seht, kann ich euch zeigen noch, das ist praktisch die Durchleitung von der Fußbodenheizung durch die Estrichkante. Da macht man immer hier irgend so eine Dämmschicht dazwischen, damit das hier entkoppelt ist. Weil wenn ihr jetzt praktisch diese Schicht weglässt und ihr habt hier zwei verschiedene Estrichflächen, also die jetzt hier in der Dusche und die im restlichen Bad, dann bewegen sich die zueinander und würden euch über die Jahre an der Übergangsstelle das Rohr aufscheuern und kaputt machen. Deshalb immer hier so ein bisschen in den Übergangsbereich Schaumstoff oder so ein Dämmklebeband drüber kleben, damit das nicht passiert. Dann habt ihr ein bisschen Puffer und es scheuert nicht am Rohr entlang. Gut, und somit haben wir es jetzt alles angedichtet. Ich übertrage jetzt die Estrichhöhe an den Randdämmstreifen mit einem Baulaser. Das heißt, ich habe jetzt hier die Höhe ausgemessen und das messe ich jetzt hier runter. Und ich hoffe, das hilft mir dann beim Ausnivellieren, dass ich praktisch den Estrich überall auf die gleiche Höhe bekomme. Ich schneide jetzt hier das bündig ab zur Estrichkante, weil ich dann drüber ziehen will. Bündig, vielleicht sogar ein bisschen tiefer, damit es mir ja nicht stört. Den Ablauf müsst ihr so positionieren, dass ihr ein richtiges Gefälle habt für die Dusche. Für eine Dusche müsst ihr immer an der längsten Stelle ein 2% Gefälle haben. In meinem Fall ist hier die längste Stelle von hier nach hinten und das ist hier genau 1 Meter. Und das heißt, die 2% würden entsprechen hier von dieser Linie runter bis zu dieser Kante 2 cm Gefälle. Also, jetzt bin ich bereit zu mischen und als Estrich benutze ich hier diesen Fertig Schnellestrich, der ist angeblich nach 3 Stunden schon begehbar. Und was ich mache, ist, ich mische zusätzlich noch so eine AR-alkaliresistente Glasfaser mit rein, um den Estrich ein bisschen zu bewähren. Da es doch in der Mitte relativ dünn ist und es ein Heizestrich ist, will ich da auf Nummer sicher gehen. Das heißt, ich werde da immer noch so ein, zwei Hände pro Mischer an diesen Glasfasern mit reinschmeißen. Okay, laut Packungsanweisung steht hier 2,4 Liter Wasser pro Sack.
Und man soll zuerst den Estrich in die Mischmaschine geben und dann das Wasser dazu. Das heißt, das probiere ich jetzt mal aus. So, jetzt habe ich zwei Säcke drin. Jetzt mache ich das Wasser rein und fange an zu mischen. Und dann, wenn es ein bisschen cremig wird, dann mache ich von den Glasfasern welche rein. Und jetzt soll man in 1 Minute so mischen lassen. Und jetzt mache ich auch die Glasfasern rein. Also ich gebe jetzt hier so ein, zwei Hände Glasfasern rein. Ich habe genug davon. So. Wir machen noch ein bisschen Wasser rein, weil wir haben bis jetzt nur die Minimummenge rein. Konsistenz ist jetzt gut, schön formbar, plastisch formbar. Ich glaube, so lassen werden. So ist er okay. Naja, schauen wir mal, ob wir reinkommen. Ah, verplant. Ja, was man nicht vorher testet, funktioniert nicht. Jetzt müssen wir es rausschaufeln und über einen Eimer machen. Also, Eimer holen. So, erste Ladung. Müsste ja jetzt in etwa die Hälfte von der Dusche sein. So, jetzt versuche ich es mal grob zu verteilen, so dass ich überall auf der Linie bin, die ich mir vorher angezeichnet habe. Schön hier um den Abfluss rum. Da schlage ich so ein bisschen rein, dass wir da auch wirklich schön drin sind. Und immer, ich schlage hier immer ein bisschen so, steht drauf, man soll es verdichten. Dann schlage ich hier immer so ein bisschen mit der Kelle. Batsch, batsch, batsch. Damit er schön verdichtet ist. Und ich kümmere mich jetzt erstmal nur um meine Linie hier, dass ich hier halbwegs überall die Höhe habe.
Okay, jetzt habe ich hier einmal an meiner Linie, die ich mir vorher rumgezogen habe, den Estrich verteilt. Da habe ich jetzt schon eine Orientierungslinie. Und jetzt versuche ich es noch ein bisschen gerade zu ziehen mit einer Abziehlatte oder einem Holzstück. Ja, das ist gut. Jetzt mache ich hier den Anschluss an den alten Estrich. Dass mir der Rand im Streifen mal richtig gerade ist. So, und hier ist der Ablauf. Den muss ich hier ein bisschen sehen, weil an den muss ich jetzt ausrichten. Ich verdichte jetzt so ein bisschen und jetzt dann komme ich an eine Aufgabe des Außennivellierens. Und da fange ich jetzt mit an. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Ich benutze verschiedene Köllen und letztendlich brauchen wir quasi von hier zu der Kante ein Gefälle. Das arbeite ich jetzt mal so rein. Also das muss in etwa so aussehen. Und hier von der Kante brauchen wir das gleiche Gefälle. Hierher in etwa. Okay, so und jetzt kann ich praktisch das hier so abnehmen und versuche mir hier die Linie zu halten. Hier ist die stärkste Steigung. Und jetzt ziehe ich mir die nächste Linie. Dann nehme ich hier das hier, die geht so. Und muss hier an der Ecke treffen. Und das kann ich jetzt diesmal kann ich es einfach machen. Diesmal kann ich einfach hier so durchrotieren. Und dann müsste sich automatisch die richtige Steigung ergeben. Und ich glaube, so lassen wir es jetzt. Jetzt lasse ich es aushärten und dann kann ich mal später eine Waage drüber legen und schauen, ob alles halbwegs gerade geworden ist. Mittlerweile ist über eine Woche vergangen und der Estrich ist schön ausgehärtet. Und ich denke, das ist jetzt bereit, dass wir mal mit der Fußbodenheizung den Trocken heizen können. Ich habe es gerade schon mal hingehalten. Und ich muss sagen, ja, es ist nicht ganz eben. Also dafür, dass ich relativ viel Freihand machen habe müssen. Aber ich würde sagen, plus minus 3 mm halten wir auf jeden Fall ein. Also das ist schon relativ gut geworden. Also ich hatte da mehr Panik vor, auch hier hinten, wo ich überhaupt nicht abziehen konnte. Ist es relativ eben, hier hängt es ein bisschen durch. Aber das ist auch immer noch weniger als 3 mm. Also kann man wirklich zufrieden sein. Was mir natürlich aufgefallen ist, also wenn man hier mal ganz nah hinschaut, ich glaube mit den Glasfaserzusatz habe ich es ein bisschen übertrieben. Das ist hier wirklich alles voller Glasfaser.
So, und jetzt mache ich das mal raus. Ich bohre hier mal durch den Deckel durch, dass ich den da raushebeln kann. Ah, der sitzt fest. Komm hier ein bisschen rein, auch schwer. Ah, jetzt kommt er. Ja, den kriegen wir schon. Bisschen Kondenswasser. Oh ja. Da denke ich, kann ich zufrieden sein. Das ist der Ablauf hier, der ist schön, der schließt jetzt schön an. Und was ihr hier seht, hier dieser weiße Ring, das ist eigentlich gar nicht dabei gewesen. Mir ist nur damals aufgefallen, als ich das reingemacht habe, dass wir jetzt ein bisschen zu tief gekommen worden sind. Und deshalb habe ich hier diesen Distanzring reingemacht. Und das Interessante daran ist, den habe ich 3D gedruckt. Und ich finde, so ein 3D-Drucker, man glaubt es zwar nicht, aber für Baustellen ist das wunderbar geeignet. Weil man kann sich oftmals solche kleinen Adapter, kleine Hülsen, kleine Schalungen schnell drucken und passen dann genau aufs Maß. Und deshalb mache ich den Ring jetzt auch gleich wieder raus, weil ich nicht will, dass die Dichtung dann später an dem Ring andichtet, sondern an den unteren Teil. So, und da kommt er raus. So sieht das aus, ist 3D gedruckt. Hier zum Vergleich, in diesem Raum haben wir den Estrich von einer professionellen Firma einbauen lassen. Und hier ist auch ein Bodenablauf. Und die professionelle Firma hat sich nicht wirklich bemüht, diesen Bodenablauf vernünftig anzuschließen. Man sieht hier, dieser orange Estrich, das ist ein Gipsestrich, Anhydrid-Estrich. Den haben sie eingebaut und der hat gerade mal hier bis hierher gereicht und am Ende ist dann der Bodenablauf frei in der Luft geschwebt. Da war halt hier so ein bisschen ein größerer Überstand und sie waren halt so in Hektik beim Einbauen, dass sie einfach nicht den Estrich drunter geschoben haben. Ich habe dann hier das Problem gelöst, indem ich hier nochmal diesen Schnellestrich reingekippt habe und das alles verbunden habe. Ist keine so schöne Lösung, mir hätte es besser gefallen, wenn die Firma das direkt richtig gemacht hätte. Aber ja, die waren halt ein bisschen in Zeitdruck, als sie den Estrich eingebaut haben, kurz vor Feierabend. Noch was, hier ist mir natürlich dann beim Rausmachen der Decke auch wieder kaputt gegangen, nachdem ich ihn reingebohrt habe. Und dann konnte ich hier wieder mit meinem 3D-Drucker einen Ersatzdeckel drucken, der hier sogar besser passt als der Original. Also den würde ich sogar direkt abdichten. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Papier reingesteckt, aber seht ihr, passt perfekt rein. Das Estrich-Projekt ist abgeschlossen. Ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Dafür, dass es mein erster Estrich war, ist er sogar halbwegs gerad geworden. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen was gebracht hat, ihr vielleicht von meinen Fehlern lernen sollt. Also nehmt ein bisschen weniger Gaussfaser das nächste Mal vielleicht. Und falls es euch gefallen hat, bitte subscribt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.